Deiner halt. Deiner halt. G601TR-Chassis. Basiert das ganze Fahrzeug mit einer ganz außergewöhnlichen Karosserie eines Japaners. Das schreibe ich in die Beschreibung rein. Ja, das Fahrzeug ist zum Kong Heat doch etwas anders geworden. Also ist nicht identisch. Einige Teile sind gleich geblieben. Karosserie, wie ihr seht, anders, die Felgen anders, die Reifen anders. Und das Besondere steckt eigentlich am Fahrzeug noch dran. Erstmal hier einen kleinen Rundumblick. Vorne der Rammer ist geblieben. Hier, der so ein bisschen das Ganze vorne abdämpft. Dann haben wir Einzelradaufhängung. Wir haben vorne eine Lenkung dran und 6x6 Antrieb. Und wer es möglich macht, der macht auch hinten noch eine Lenkung ran. Aber original ist hinten keine Lenkung. Dafür braucht er dann eigentlich keinen anderen Sender, nur ein Servo noch zusätzlich. Und am besten ist es, wir schauen mal in das Fahrzeug rein. So, wir nehmen die Karosse ab. So, Karosse ab. So ist das Fahrzeug natürlich nicht im Baukasten, zumindest einzelne Komponenten. Die wurden hier anders nachgerüstet. Motor ist dabei, klar. Ein anderer Fahrregler, wie gesagt, ist hier jetzt aufgebaut, mal in einer Variante, so wie es der Käufer, sag ich mal, gemacht hat. Der hat sich hinten eine Lenkung nochmal eingebaut, also ein zusätzliches Lenkservo. Dadurch hat er die Möglichkeit einer Allradlenkung, also sprich vorne und hinten kann gelenkt werden. Dann haben wir hier Knochen drin, Einzelradaufhängung, also jede Achse, jedes Rad ist einzeln gefedert. Dann in der Mitte auch. Und hinten genauso. Oben ist das Akkufach. Seht ihr da? Angepasste Karosseriehalter ist auch klar durch die Karosserie. Und das Besondere ist hier die Portalachsen an allen 6 Rädern bzw. an den Achsen. Ja, 15 mm mehr Bodenfreiheit bekommt man da. Da ist ein kleines Getriebe drin und da wird praktisch von oben, von der Achse, 15 mm nach unten Richtung Räder wird dann die Drehzahl weitergegeben. So, Aufhängung sieht man ja ganz simpel, ganz einfach. Tamiya typisch, genauso die Stoßdämpfer, das ganze Chassis, Allradantrieb bzw. 6x6 Antrieb. Hier in dem ganzen Getriebegehäuse, was sich von vorne nach hinten zieht, wird es über Zahnräder, wird die Drehzahl des Motors bzw. das Drehmoment übergeben. Und so werden alle Achsen angetrieben. So, was gibt es hier noch zu beachten? Hier vorne ist das Servo drin, um hier zu lenken. Das befindet sich hier. Und das zweite Servo für hinten befindet sich hier. Das hat aber, wenn man jetzt so drauf guckt, nicht den Lenkeinschlag wie an der Vorderachse, sondern das ist etwas weniger. Aber die Hinterachse kann genauso mitlenken bei dem Fahrzeug.